Das ist absolut atemberaubend. Also ich wusste nicht, dass es so groß gefeiert wird und so schön artistisch. Ich glaube, sowas Vergleichbares gibt es hierzulande überhaupt nicht. Und werde ich mir auf jeden Fall merken und auch nächstes Jahr mal verfolgen. Also was ich wirklich atemberaubend fand, diese Choreografie. Man merkt halt wirklich, wie viel Mühe und wie viel Leidenschaft da reingelaufen ist. Mit die echte Szene zusammen. Das ist, ein bisschen wie Karneval, ne? Ja, wie Karneval. Das ist Peking Opera Szene. Ja, das ist eigentlich etwa das, was man sich so auch von China vorstellt. So mit den Drachen, tanzende Drachen und sowas. Das wird einem hier so suggeriert. Ja, ist sehr schön. Gefällt mir. Chinesische Oper, so ein bisschen in diese Richtung gehend. Ja, sehr nett. Also was mir total gut gefällt, ist bei anderen Ländern, dass die halt andere Musikinstrumente haben. Dass der Klang dann anders ist. Ne? Ja. Und jetzt durch die neuen Medien kann man das so toll gestalten. Und jetzt hat man halt Technik, dass man das an Vorhang projiziert. Sehr kreativ. Die Terrakotta, wo die Terrakotta ist, diese Qian-Stadtmauer. Ja, da war ich schon mal. Ja. Sehr beeindruckend. Ja. Also ich denke, das ist alles sehr professionell und sehr aufwendig. Ich finde da das Bühnenbild sehr eindrucksvoll. Also dieser Hintergrund, der komplett, also riesige Bildschirme, die dann passend zu dem Tanz oder zu dem, was da dargestellt wird. Also ich finde sowohl den Tanz als auch die Kung Fu, beides toll. Das ist unglaublich. Wahnsinn. Fand ich sehr, sehr spannend und auch gut gemacht. Ästhetisch hochwertig und sehr viel positive Energie ausstrahlend und auch sehr lehrreich. Also ich habe das Gefühl, dass China eine sehr kräftige Ästhetik entwickelt, die junge Menschen mitnimmt, die auch junge Menschen verstehen können. Und das wirkt sich auf die Bildung aus. Und Bildung ist meines Erachtens das Kriterium für Zukunftsentwicklungen. Und da scheint China wirklich sehr, sehr viel zu unternehmen. Da können wir uns an vielen Stellen auch nochmal eine Scheibe abschneiden. Denn es wird ja auch investiert in diese Bildungsbereiche.